Was ist eigentlich die Funktion Super Thanks und wie kannst du als YouTuber damit Geld verdienen? Darum geht's in diesem Video. Die Super Thanks Funktion ist eine weitere Möglichkeit, wie du mit YouTube Geld verdienen kannst, neben zum Beispiel den Kanalmitgliedschaften oder den YouTube Werbeeinnahmen. Die Voraussetzung, die du dafür erfüllen musst, dass du das überhaupt freischalten kannst, ist, dass du YouTube Partner bist, also dass du mindestens 4000 Stunden Wiedergabezeit in einem bestimmten Zeitraum hast und dass du mindestens 1000 Abonnenten hast. Diese Voraussetzung erfülle ich schon seit Anfang des Jahres. Es hat aber tatsächlich bis jetzt gedauert, bis ich die Mail von YouTube erhalten habe, dass diese Funktion für meinen Kanal nun verfügbar ist. Deswegen habe ich das jetzt erst freigeschaltet. Also du musst YouTube-Partner sein und warten, bis YouTube dir das Go gibt. So, für dich ist diese Funktion jetzt verfügbar. Dann kannst du das auch mit wenigen Klicks freischalten. Also du gehst dann in deinem YouTube-Studio in den Bereich Supers und kannst diese Funktion mit wenigen Klicks aktivieren. Das kann sein, dass die Freischaltung ein paar Minuten dauert, aber mindestens am gleichen Tag solltest du unter deinen Videos neben dem mag ich nicht und teilen Button ein Thanks vorfinden, also so ein Herz mit einem Dollarzeichen in der Mitte. Da können deine Zuschauer dann draufklicken und dir ein Dankeschön schicken in einem Wert von 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro und 50 Euro. Das können die dann auswählen. Die können dazu dann noch einen Kommentar schreiben und dir danken oder einfach einen regulären Kommentar schreiben, der neben dem Kommentarwert noch einen geldlichen Wert beigefügt hat und können dir dann somit ein Super Thanks geben. Ich finde das eine echt coole Sache, weil so können sich deine Zuschauer auch dazu entscheiden, dir einmalig ein Dankeschön zu schicken und sich nicht monatlich an eine Kanalmitgliedschaft zu binden, weil das ist für viele einfach zu viel. Obwohl sie dich gerne unterstützen wollen würden, will sich nicht jeder monatlich an einen bestimmten Betrag binden, was ich auch sehr gut verstehen kann. Aber ich denke, so eine einmalige Sache oder bei einem Video, was einem besonders gut gefällt, dann kann man sowas als Zuschauer schon mal ganz gut machen. Und je nachdem, welchen Geldbetrag dein Zuschauer auswählt, wird der Kommentar auch in einer bestimmten Farbe hinterlegt, dass der so ein bisschen mehr hervorsticht und alle anderen Zuschauer dann auch sehen, aha, guck mal, der hat einen super Thanks gegeben, der hat ein bisschen Geld in die Hand genommen, um den Creator zu unterstützen. Was dabei zu beachten ist, dass wenn dir zum Beispiel jemand einen Super Thanks von 10 Euro gibt, dann sind diese ganzen 10 Euro nicht für dich, leider. YouTube behält sich nämlich 30% ein und die Mehrwertsteuer von 19% wird auch schon automatisch abgezogen. Also kannst du effektiv ungefähr mit 50% von dem Super Thanks Betrag rechnen. Ich habe mir selber mit meinem anderen Kanal mal als Test 2 Super Thanks geschickt. Einmal mit 2 Euro und einmal mit 5 Euro, also insgesamt 7 Euro. Und mir wurden davon 4,13 Euro gutgeschrieben. Deine gesamten Super Thanks Einnahmen kannst du auch in den YouTube Analytics einsehen. Entweder in deinen Gesamtanalytics oder spezifisch für einzelne Videos in den Analytics unter dem Reiter Umsatz. Wenn du da ein bisschen runter scrollst, dann siehst du das Feld Transaktionsumsatz und da findest du die Super Thanks Einnahmen. Das ist in meinem Falle aktuell 4,13 Euro, weil noch niemand außer mir selbst mir einen Super Thanks geschickt hat. Aber falls du dieses Video hilfreich findest oder andere Videos von mir hilfreich findest, dann kannst du das natürlich auch sehr gerne tun und mich so unterstützen, dass ich irgendwann meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen kann oder zumindest zu meinem Hauptberuf machen kann, dass ich noch mehr Gas geben kann mit YouTube und noch mehr Mehrwert liefern kann als bisher, weil ich bisher nur einmal die Woche ein Video hochgeladen habe. Das würde ich aber sehr gerne in Zukunft aufstocken und einfach noch mehr geben, als ich das bisher machen kann. In deinem YouTube-Studio kannst du in dem Bereich Kommentare auch nur nach Super-Thanks-Kommentaren filtern. Also falls du mittlerweile so viele Abonnenten hast, dass du nur noch den Super-Thanks-Kommentaren antworten kannst oder möchtest, dann kannst du das danach auch filtern und dann wenigstens den Leuten antworten, falls du es nicht schaffst, allen Leuten zu antworten, was ich natürlich immer sehr empfehle. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn es irgendwann in die 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 Bereiche oder Millionen Bereiche von Abonnenten geht, dann kriegt man es wahrscheinlich nicht mehr hin, jeden einzelnen Kommentar zu beantworten. Es sei denn, man stellt sich Leute ein, die das für einen tun. Aber so kann man dann wenigstens ein bisschen filtern, wenn man das alles alleine macht, dass man dann wenigstens nur noch diesen Super Thanks Abonnenten antwortet, weil ich finde, die haben das verdient. Wenn jemand schon so großzügig ist, dir einen Super Thanks zu schicken und dir eine Spende sozusagen zu überweisen für deine gute Arbeit und für deinen guten Content, dann sollte man das auf jeden Fall würdigen, dass man mindestens einen Shoutout macht im Community-Tab oder in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren selbst und den dann anpinnt oder dass man den jeweiligen Kommentar von dem Zuschauer, der dir diesen Super Thanks geschickt hat, anpinnt, dass der dann ganz oben in den Kommentaren erscheint.
dass dann möglichst viele Zuschauer auch diesen Kommentar sehen. Oder du antwortest mindestens darauf mit einem Herzchen oder mit einer richtigen Antwort, sodass die Leute sich gesehen fühlen und nicht denken, ah, die steckt es jetzt einfach nur in die Tasche und sagt nichts dazu, sondern dass die sehen, ach, gucke mal, die oder der nimmt sich die Zeit, mir zu antworten und das wertzuschätzen. Deswegen werde ich das vielleicht in Zukunft wieder tun, weil da kommt wenigstens irgendwas zurück. Wenn bei dir schon ein paar Superfangs eintrudeln, dann ist es auch ganz spannend zu beobachten, bei welchen Videos sind denn die meisten Superfangs. Also bei diesen Videos, wo ganz viele Superfangs sind, im Gegensatz zu anderen Videos vielleicht, die sind dann entweder besonders hilfreich oder besonders unterhaltsam oder haben den Zuschauern einfach besonders gut gefallen, aus welchen Gründen auch immer. Da macht es dann Sinn, sich darauf zu fokussieren und zu gucken, was ist denn an diesem Video anders als an anderen? Kann ich daran anknüpfen? Kann ich vielleicht noch einen zweiten Teil drehen? Oder kann ich aus diesem Video etwas übernehmen, was ich in meinen anderen Videos noch nicht so gemacht habe oder so, dass man dieses Feedback auch dafür nimmt, sich in Zukunft zu verbessern und den Content in Zukunft auch mehr auf die Zuschauer auszurichten und aufzubauen. Und das ist ja dann eine Win-Win-Situation, weil wenn dir die Leute mehr Superfangs schicken und du mehr von diesem Content machst, dann bekommst du automatisch wahrscheinlich noch mehr Superfangs und so baut sich das nach und nach auf und du kannst besser auf deine Zuschauer eingehen und deine Zuschauer geben dir in dem Zuge dann auch ein bisschen was zurück und du kannst so deine Selbstständigkeit und die Beziehung zu deiner Community noch weiter ausbauen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, transparent mit seinen Zuschauern umzugehen. Ich habe dir jetzt auch mitgeteilt, wofür ich dieses Geld verwenden würde, nämlich damit, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, dass ich einfach noch mehr Zeit haben kann, die ich in YouTube stecken kann und die ich da reinstecken kann, um Mehrwert zu liefern. Sei das in YouTube-Videos, in einen Podcast, in einen Blog, in Produkte, die man irgendwann mal rausbringen kann. Aber das braucht natürlich immer noch Zeit und ich möchte gerne diese Zeit verwenden, aber mir wird eben auch Zeit dafür genommen, dass ich aktuell noch weiter arbeiten muss, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Deswegen würde ich irgendwann gerne durch die YouTube-Einnahmen und durch die Affiliate-Marketing-Einnahmen, also all das, diese Einnahmen, die hier in dieses YouTube-Business mit reinfließen, dafür verwenden, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, um das zu meinem Hauptberuf zu machen. Und automatisch springt da ja dann noch mehr Mehrwert für meine Zuschauer bei rum, weil ich einfach noch mehr Energie da reingeben kann und noch mehr liefern kann, als ich das bisher tue. Aber da steckt noch so viel mehr Potenzial dahinter, welches ich gerne irgendwann mal ausschöpfen würde. Und je nachdem, was das für dich ist, kann ich dir nur sehr ans Herz legen, deinen Zuschauern auch mitzuteilen, wofür du dieses Geld verwenden würdest. Sei das für eine neue Kamera oder neues Video-Equipment allgemein oder dafür, dass du aufwendigere oder mehr Videos drehen kannst oder sei das für das Futter deiner Katze oder für den nächsten Urlaub, den du damit finanzieren möchtest. Was auch immer es ist, ich finde, man sollte transparent und ehrlich mit den Zuschauern umgehen, dass die auch sehen, was sie da unterstützen, weil so baut man ja auch eine engere Beziehung zu seinen Zuschauern auf oder zu seiner Community auf, weil die so deine Entwicklung mitverfolgen können und auch Teil davon sind. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich finanziere meine Urlaube damit, dann mach doch einen Vlog von diesem Urlaub und zeige deinen Zuschauern, wozu sie beigetragen haben und dass sie so ein bisschen Mehrwert auch davon bekommen, dass sie wenigstens einen Einblick dann in deinen Urlaub haben können. Oder wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest besseres YouTube-Equipment haben oder aufwendigere Videos drehen, dann zeig deinen Zuschauern, was durch sie möglich geworden ist, durch eben diese aufwendigeren Videos oder durch dein krasses Equipment und durch viel bessere Qualität und danke deinen Zuschauern dafür und lasse sie so hautnah wie möglich daran teilhaben. Ich denke, das weiß jeder auch sehr zu schätzen. Schreib mir doch jetzt gerne mal, ob du diese Funktion für dich schon freigeschaltet hast und ob du schon mal einen super Thanks-Kommentar erhalten hast. Und falls du mein letztes Video übrigens noch nicht gesehen hast, mit einem ultimativen Videoschnitt Trick, wie du deine Videos doppelt so schnell schneiden kannst wie bisher, um damit ein noch effektiverer YouTuber zu werden, dann klick gerne hier oder schau dir dieses Video hier an oder freu dich auf mein nächstes Video am nächsten Montag um 10. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.